Einen schönen guten Tag aus dem Quickborner Rathaus. Ja, wieder eine Folge bekannte Persönlichkeiten aus Quickborn, die wir hier vorstellen. Und bekannte Persönlichkeiten, da kann ich sicherlich sagen, dass Peter Jäger, der neben mir sitzt, absolut bekannt ist. Peter, unsere literarische Allzweckwaffe in Quickborn. Lange Zeit aktiv für die Umschau, für das Quickborner Tageblatt, als Journalist unterwegs, tagesaktuell, aber viel engagierter als Autor verschiedener Bücher. An die Engel-Serie kann ich mich erinnern, an einen Buchdrucker sozusagen. Peter, wie war der Titel nochmal? Das fand ich ganz spannend. Eddie will leben war das Buch über die Druckerbranche. Den Niedergang. Den Niedergang, muss ich ja eigentlich auch schon sagen, die durch die moderne Technik praktisch also auch zu Boden gerissen wurde. Ja. Peter, du bist ja schon aus dem jugendlichen Alter entwachsen sozusagen und deswegen bist du auch hier, weil du viel zu erzählen hast, denke ich. Magst du ein bisschen was über dich sagen, über deinen Werdegang? Peter Jäger, der auch Liebe im Alter macht. Ja, ja, das waren schon so zwischendurch einige Artikel, die da erschienen sind, über die ich geschmunzelt habe, über die auch die Quickborner geschmunzelt habe. Ich will nicht im Urschleim anfangen, aber ich gehöre, wie ich schon mal so erwähnt habe, nicht zu den Akademikern, die den Journalismus studiert haben, sondern ich bin ein Quereinsteiger. Und es ganz genau zu sagen, vielleicht ist das ja ein Schreck für manche Bürger. Ich habe als junger Mensch 4 Jahre im Bergbau gelernt und musste dann sehen, dass ich irgendwie die Richtung ändere. Und erst 1978 bin ich bei einem Wochenblattverlag angefangen und habe mich da hochgearbeitet zum Objektleiter. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, auch Angebote, sagen wir mal, in etwas anspruchsvolleren Redaktionen anzunehmen, habe ich abgelehnt, weil ich leidenschaftlicher Lokaljournalist bin. Dass ich hier in Quickborn 2001 hergekommen bin, hatte so verschiedene Gründe. Eine sehr schwere Operation. Ich wollte aus dem Bereich, in dem ich vorher gearbeitet habe, wegziehen, weil man mir beim Kartoffelkaufen auf die Schulter klopft und sagte, hallo Herr Jäger, ich muss mal was sagen über Ihre letzte Ausgabe ich wurde aufgefordert, können Sie nicht dafür sorgen, dass die Beilagen rausfallen und so etwas alles. Naja, und dann bin ich hierher gezogen 2001. Ich hatte das Glück, dass man mir bei Schafazik gleich eine kleine Wohnung angeboten hat. Ja, und das hat mich dann veranlasst, ich glaube 2003, hier in die Klöngasse zu gehen. Da saß ein Kollege und ich habe gefragt, ob sie mich gebrauchen können und bekam also dann auch schon meinen ersten Auftrag. Ja, und ich fühlte mich wohl, dass ich wieder arbeiten durfte. Es ist ja eine Befriedigung und in meinem Falle, ich war damals noch ein wenig krank, was man mir auch heute noch nicht ansieht. Da war das für mich auch nebenbei noch eine Therapie. Ich kann arbeiten, ich werde gebraucht, ich sitze nicht auf dem Sofa, denn wer sitzt, der rostet sozusagen. Das ist ja auch schon ein abgedroschenes Wort. Ja, und dann kam der Kontakt, weil ich auch Medizin brauchte und in der Pinau-Apotheke einkehrte, dass mich Frau Erika Stehr fragte, Herr Jäger, können Sie denn auch mir vielleicht ein Weihnachtsmärchen schreiben? Ich habe 10-jähriges Jubiläum als Erika Stehr hier. Die Apotheke ist ja viel, viel älter. Ja, und dann habe ich das erste Märchen geschrieben und das kam bei ihr gut an. Und weil es ja nun um die Engel ging, habe ich das nochmal Frau Weisbart gezeigt, unsere Pastorin Claudia Weisbart. Und die gab es mir dann zurück, sagt sie, es ist zum Schmunzeln, es ist ganz nett geworden, aber ihre Interpretation der himmlischen Geschichte oder wie sie sich ausdrückte, die ist etwas eigenwillig. Naja, das war für mich ausreichend. Und daraus wurde dann natürlich ein zweites Märchen, ein drittes und es wurde immer anspruchsvoller. Und ich habe mich bemüht nachher, meine Schutzengel, die appellierten an die Leser, also werdet auch Schutzengel für die Natur, werdet auch Schutzengel für eine friedliche Welt. Es wurde also doch auch, sagen wir mal so, es wurden Bücher auch für Erwachsene und nicht jetzt zum Vorlesen für Kinder. Lieber Peter, du bist ja nicht mehr ganz jugendlich, bist also in einer Zeit eigentlich groß geworden, da ging es in Deutschland hoch her. Und ich habe die auch in einem Videofilm gesehen, eine Reportage über
die sogenannte Spiegel-Affäre. Und offensichtlich gehörtest du nicht zu den ganz Rechten in Deutschland. Ist das richtig? Ja, das kann ich bestätigen. Und auch, ich bin auch stolz darauf, denn ich vermisse das. Ich ziehe dann auch immer eine Parallele zu der heutigen Zeit. Ich vermisse auch so ein bisschen das Engagement der jüngeren Generation oder der nachfolgenden Generation, die vielleicht ja auch beruflich und mit Karriere also viel, viel, viel zu, um die Ohren hat. Aber wir hatten damals ja eben auch noch ein stärkeres Auftrumpfen der Gewerkschaften. Wir kämpften ja noch um die 40-Stunden-Woche. Wir kämpften um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Alles das, ich habe das ja meinen Enkeln zumindest beibringen können. Das ist, liebe Leute, nicht vom Himmel gefallen, sondern dafür mussten wir uns einsetzen. Ja, und ich arbeitete damals eine ganze Zeit lang in der Druckerei, in der Grindel-Druckerei. Das ist eine Druckerei an den Grindeln-Hochhäusern, die von den Sieben-Tags-Adventisten geleitet wird. Und deswegen bekam ich eben auch von der Druck und Papier, das war die damalige Gewerkschaft, immer alle 14 Tage ein Magazin. Und wurde dadurch eigentlich immer sehr gut aufgeklärt und der gewerkschaftliche Gedanke, nicht nur jetzt an Lohnerhöhungen zu denken, sondern auch, dass man gemeinsam sich durchsetzen kann und dass man alleine eigentlich selten was erreicht. Deswegen war ich auch immer in der Gewerkschaft oder später auch eben im Verband der Journalisten. Ich habe also auch die Flutkatastrophe erlebt. Das war also ein großes Ereignis. Und habe da für dieses Buch, was ich darüber geschrieben habe, Flutkatastrophe und Spiegelaffäre, das war ja alles 1962, da habe ich also viel recherchieren müssen in der Staatsbibliothek, weil es gab damals ja noch kein Google, dass du mal eben reingucken kannst und hast schon einen halben Roman voll, sondern ich musste da in der Hamburgensien-Abteilung oder in Hamburg-Lesesaal im Hamburger Abendblatt nachlesen und recherchieren. Einige Bände durfte man gar nicht so richtig berühren, die sind ja schon gelb. Heute sind sie wahrscheinlich schon digitalisiert, aber das war natürlich spannend. Und ich bin da essen gegangen in der Mensa, ich saß zwischen den Studenten und fühlte mich wie ein Studierender. Aber das stimmte ja auch. Das stimmte ja auch, dass ich versucht habe, diese Dinge alle zu speichern, abzuspeichern. Und auf die Frage, dass ich ja auch damit demonstriert habe, als gegen den Spiegel vorgegangen wurde durch Franz Josef Strauß und durch andere Kreise. Er war ja auch sehr, sehr aggressiv manchmal und der Augstein hatte also ganz, ganz scharf gespitzte Kommentare und die waren auch gegen Rüstung und gegen Notstandsgesetze gerichtet und da sagte man sich, also das ist also ein Magazin, was unser Land so ein bisschen nach links rückt und deswegen also diese Auseinandersetzung. Und dann habe ich mir vorgestellt, wenn morgen in meiner Druckerei Polizei steht und sagt, hier, die Sieben-Tags-Adventisten haben hier Broschüren herausgegeben, die sind also, tragen zur Verdummung bei oder andersrum, sind nicht legal, dann muss ich sagen, dann würde ich auch protestieren. Und damals bin ich eben mit zum Dammtor marschiert, also mit der Linie 2 gefahren und habe das alles erlebt und bin auch mit zum Gefängnis gelaufen. Und wir haben gefordert, also Freiheit für Augstein und Strauß rein. So, das ist also jetzt eine Etappe. Und die hat mich sehr geprägt. Die hat mich sehr geprägt, auch für später, dass ich immer auch die Frage stelle, wem nützt das? Und dass ich auch eigentlich dafür bin, und das ist ja eigentlich die Grundlage für Journalisten, beide Seiten zu sehen. Immer beide Seiten zu sehen. Das vermisse ich ja heute. Die Journalisten wagen ja gar nicht mehr, eine Sache, die zum Tabu erklärt wird, zu hinterfragen. Sondern sie sagen einfach, wiederholen sich. Ob das jetzt Corona ist oder ob es jetzt Ukraine ist, ich will da nicht einsteigen. Aber ich vermisse eigentlich auch manchmal ein bisschen Mut. Ja, und das ist das, was dich eigentlich auszeichnet, Peter. Du hast immer Meinung gehabt, auch in den Artikeln, die du für den Quickborn geschrieben hast.
und sehr differenziertes dargestellt, sodass der Leser aus meiner Wahrnehmung sich ein eigenes Bild machen kann und keine vorgefasste Meinung serviert bekommt, sondern Informationen, Fakten mit einer deutlicher Stellungnahme erkennbaren Meinung des Autors. Das war dann aber so erkennbar, dass es tatsächlich inhaltliche Bewertung ist. Da hast du völlig recht. Aus meiner Sicht ist das auch so, dass gerade in der überregionalen Presse das sehr, sehr gleichmacherisch klingt und so richtig die Auseinandersetzung mit den Themen ein bisschen fehlt. Oder ein bisschen fehlt ist ein wenig zu knapp formuliert. Wie siehst du das, Peter? Also ich bin nachher Objektleiter eines Wochenblattes in Eidelstedt gewesen, aber nicht nur, um einen Arbeitsplatz zu haben oder um ein Ziel in Erfüllung zu sehen, sondern ich habe dieses Blatt zu einer Lokalzeitung gemacht. Wir waren aktiv da, unser Team, um das Bürgerhaus zu retten, also eine alte Schule, die zum Bürgermeister umgewandelt wurde. Wir haben uns für ein Heimatmuseum eingesetzt, das jetzt leider sehr verkleinert werden muss, weil inzwischen in diesem Stadtteil ein größeres Kulturhaus entsteht. Ja, und ich habe mich auch damals sehr eingesetzt, zusammen mit der SPD und zusammen mit dem Eidelstedt-Center für einen Bahnhof im Zentrum, für einen AKN-Bahnhof im Zentrum. Also als ich wegzog von Eidelstedt, da war er fertig. Also wir haben da richtig sogar Plakate gedruckt und wir haben gesagt, grünes Licht für die AKN, wir brauchen hier im Zentrum eine Station. Und diese Dinge, die haben also unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben sie natürlich im Ernst aufgerufen, aber es hat Spaß gemacht, zur Verwirklichung beizutragen. Das können Lokalzeitungen, wenn sie sagen, es ist im Sinne der Bevölkerung, dann sind wir als Zeitung ein Sprachrohr. Wir sind ein Sprachrohr für die Interessen der Bürger in dieser Stadt. Ein bisschen mit Humor, mit einem Spitzenstift, mit einer interessanten Schreibe hast du uns über Jahrzehnte begleitet in Quickborn. Ja, und bist so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Herzstück des Journalismus und unser Quickborner Autor. Und in deinen Büchern, das hast du eben erwähnt, finden wir Quickborn immer ein bisschen wieder. Menschen, Orte und Handlungen. Und das ist schön so und schön, dass wir dich haben, Peter. Und in deinem Herzen bist du Revoluzzer geblieben. Und eigentlich kann man das nur jedem, der heute jung ist, auch raten. Also ich war eher der Friedensbewegte, in meiner Jugend war Friedensbewegung ganz aktuell, so ein Thema zu haben und es aktiv zu verfolgen und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich glaube, das könnte über deinem Leben auch stehen, in der großen Politik, in der Startphase oder in der Zeit Spiegel-Affäre und später im kommunalen Leben, dort, wo das Leben auch tatsächlich stattfindet, wo man viel konkreter noch was bewegen kann. Ist das so richtig, Peter? Ja, das ist wirklich richtig. Hier an der Basis, wo wir alle zusammen sind, wo wir einkaufen gehen und uns unterhalten. Na, was sagst du dazu? Und auch hier, ich meine, ich schaue dann ja wieder rückwärts, wenn ich mir vorstelle, dass in dieser Stadt mal eine Auseinandersetzung gewesen ist über den Verkauf der Stadtwerke. Wie froh wir heute sind, dass wir selbstständig sind, dass wir diese Stadtwerke haben, nicht nur wegen der Rendite, sondern auch wir kriegen wunderbares, sauberes Brunnenwasser. Das kann man hier trinken im Haushalt. Wir haben hier den Bauhof, der sich einsetzt für bestimmte Angelegenheiten, sogar auch für den Weihnachtsmarkt, den Kalle Marquardt und andere hier bis jetzt, also fast jedes Jahr hingekriegt haben. Also das sind schon schöne Dinge und nicht nur praktische, sondern auch manchmal einfach nur dekorative, aber die auch viel Geld kosten würden, wenn wir sie privat oder mit privaten Investoren das machen müssten. Ja, Peter, dann danken wir dir für deinen Bericht und hoffen, dass wir noch viele Quickborner Bezugsbücher bekommen, also Geschichten, in denen wir Quickborn jeweils wiederfinden, auch wenn nicht Quickborn drüber steht. Vielen Dank, Peter.